mal, die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Man heult. Au! Warum tust du das? So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Sandy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au! Au! Mandy Wolf hat allen beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Au! Boah, wer war das denn? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Es war keiner von uns. Au! Es muss ein wildes Tier sein. Au! Es ist Omi Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Mandy. Hallo, Omi. Und ihr müsst Wendys Freunde sein. Geht es euch allen gut? Hallo, Omi Wolf. Oh, du hast aber große Ohren, Omi Wolf. Oh, die habe ich, damit ich euch besser hören kann. Du hast auch sehr große Augen, Omi Wolf. Oh, damit ich euch besser sehen kann. Und warum hast du so große Zähne? Damit ich besser essen kann. Nämlich Geburtstagskuchen. Hurra! Wendy, was ist da in der Mitte auf deinem Kuchen? Das ist ein kleines Haus, ganzer Stöckchen. Ah! Bläst du denn jetzt die Kerzen aus, Wendy? Ich huste und ich puste und ich blase die Kerzen aus. Du hast das Stöckchenhaus umgepustet. Oh, gut gemacht. Das ist mein Mädchen. Das war ganz einfach. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte! Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also, Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Es ist Abholzeit. Alle Eltern kommen, um ihre Kinder einzusammeln. Oh, Glitzer! Oh, keine Panik! Bitte bleiben Sie ruhig. Wir hatten einen Glitzervorfall, aber wir haben ihn unter Kontrolle. Heute hat sich jedes Kind eine eigene Maske gebastelt. Ui! Hohoho! Eigentlich bin ich gekommen, um Peppa und George abzuholen, aber ich kann sie hier nirgends entdecken. Ich bin ein schöner Schmetterling. Flatter, flatter, flatter. Entschuldigen Sie, Frau Schmetterling. Ich suche nach zwei kleinen Schweinchen. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Papa, ich hab dich reingelegt. Ich bin's. Peppa, so eine Überraschung. Aber wo hat sich George versteckt? Oh. George, da bist du. Ich dachte, du bist ein Dinosaurier. Madame Gazelle, ich kann Luisa und Linus nicht finden. Könnte ich stattdessen diese beiden Karotten mitnehmen? Blinde Mama, wir sind's. Oh, Luisa, Linus. Komm her, Pedro, wir gehen nach Hause. Ich bin gar nicht Pedro, ich bin doch Super Pony. Oh, kommt Super Pony denn mit mir nach Hause? Oder möchte Super Pony lieber hier übernachten? Ich komm lieber mit nach Hause, Mami. Unser Lieblingspicknickplatz ist im Outback. Oh! Mit dem Flugzeug fliegen wir. Was für ein schöner Tag. Und dann gibt's ein Picknick, genau wie ich es mag. Unterwegs ins Outback, was für ein schöner Tag. Und dann gibt's ein Picknick, genau wie ich es mag. Ich liebe das Outback. Was ist das Outback? Wir fliegen gerade drüber. Oh, das sieht aus wie eine Wüste. Ist es auch. Aber für uns ist das Outback ein besonderer, magischer Ort. Oh. Willkommen.
Blumen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Ah. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Fein, seid ihr bereit, mit dem Ostereiersuchen zu beginnen? Ja! Wenn ihr alle Eier gefunden habt, werden sie gerecht aufgeteilt. Fertig! Für jedes Kind sollte ein Ei da sein. Keine Sorge, wenn ihr sie nicht auf Anhieb finden könnt. Klausi Kleff entdeckt eins unter dem Blumentopf. Luzi Locke findet eins hinter dem Busch. Peppa findet eins im Baum. Schorsch findet eins im Eimer. Fertig! Ui, das ging ja schnell. Und alle haben ein Ei gefunden. Schorsch muss erst lernen, wie man Roller fährt. Er hat ein bisschen Angst. Schorsch, komm schon! Was hast du denn, Schorsch? Soll ich dir zeigen, wie man mit dem Roller fährt? Okay, du musst dich zuerst mal am Lenker festhalten. Und zwar so, mit beiden Händen. Und dann stellst du dich auf den Roller. Oh. Ach, Schorsch. Man stellt sich nur mit einem Bein auf den Roller. Gut. Und mit dem anderen Bein stößt du dich ab. Guck so. Hui. Hui. Schorsch, jetzt kannst du es. Schorsch kann jetzt Roller fahren. Schorsch! Jetzt ist erstmal Schluss mit Rollerfahren. Die Spielgruppe wartet schon auf euch. Ach, aber wir haben doch gerade erst angefangen, mit den Rollern zu fahren. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee. Etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch. Bis später, Mama Wurst. Ja, bis später. Peppa und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm. Hui. Nicht so schnell.
Komm schon, Papa! Papa kann nicht so schnell. Wartet auf mich! Peppa und Schorsch sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa! Wiedersehen! Tschüss! Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Hui! Ich habe eine flache Bongo-Trommel. Das ist eine Boran, die ist irisch. Man schlägt sie mit einem kleinen Stock, etwa so. Ich habe einen Tambourin. Sehr gut, Pedro. Du kannst es auch schütteln, etwa so. Oh! Ich habe eine große Trommel. Ah, die Basstrommel. Miau. Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt, aber es ist kratzig. Das, Molly, nennt man Giro. Und es kommt von ganz weit her aus Südamerika. Boah. Und wie kommt es hierher? Ich hab es aus dem Urlaub mitgebracht. Und wie heißen die? Das sind Maracas. Die habe ich auch aus dem Urlaub mitgebracht, aus Spanien. Das ist eine Triangel. Mein Papa verkauft übrigens Triangel im Zehnerpack. Danke, Freddy. Das werde ich mir merken. Sie müssen nicht im Urlaub fahren, um sie zu kriegen. Danke. Und wie heißen die? Das sind Kastagnetten. Und die verkauft mein Papa ja im Fünferpack. Danke, Freddy. Olli! Kinder, so spielt man auf Kastagnetten. Bitte sehr, Emily. Muss ich den Tanz auch können? Oh, oh. Nein, mach einfach das Kicke-die-Klack-Geräusch. Ah, Luise hat sich die Becken ausgesucht. Ja. Jeder weiß nun, wie sein Instrument klingt. Jetzt spielen wir sie alle zusammen. Achtung. Fertig, los. Stopp, stopp, stopp. Das ist keine Musik, das ist nur Krach. Jeder kann bum, bum, bum. Aber zum Musik machen müsst ihr aufeinander hören und im gleichen Takt sein. Madame Gazelle, ich kann nicht hören und gleichzeitig Musik machen. Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten. Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich, genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi Locke anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift, aber ich kriege es immer noch nicht hin. Das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist Pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erstmal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Also das nenne ich mal einen Brombeerstrauch. Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war.
Dieses wuchernde Unkraut. Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen. Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt. Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch. In dem es von Brombeeren nur so wimmelt. Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt. Vorsicht, Schorsch, sonst verhedderst du dich noch. Mit dem Stock hier komme ich auch an die schwierigen Beeren dran. Schlauer Opa! Aber die besten Beeren wachsen hier ganz, ganz oben. Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht. Lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz. Keine Sorge, in diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert. Ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr. Ich weiß schon, was ich tue. Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen. Mama, kommst du da raus? Nein, ich hänge fest. Du bist gefangen in einem Dornbusch. Genau wie Dornröschen. Was? Es war einmal eine Prinzessin. Die hieß Dornröschen. Eines Tages schlief sie in einem Dornbusch ein. Und dort blieb sie 100 Jahre lang. Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa. Da kommt Luzi Locke. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest und da bleibt sie jetzt für 100 Jahre. Genau wie Dornröschen. Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen. Der gibt ihr einen Kuss. Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer. Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben. Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama. In 100 Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich. Seht ihr wohl? Das Fliegen ist wichtig für Henny, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Henny noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich hab verschlafen. Oh, Pedro. Du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch fest geschlafen. Oh. Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Dr. Hamster? Ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Kenners, ich habe noch jemanden, den ich euch zeigen will. Dinosaurier. Ach, Schorsch, du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist kein Dinosaurier, das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein, aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr.
Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig. Eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du's mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. Ah, so geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm, ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum, was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wirbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wir sehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Burgen bauen aus dem Sand. Schwimmen gehen und dann ein Eis. Endstation, wir sind da! Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Was ist das denn? Ist das eine Alarmanlage? Oder das Feuerwehrauto? Nein, es ist Baby Alexander. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Hallo, Cousine Chloe. Hallo zusammen. Hallo, Onkel Wutz. Hallo. Hallo, Tante Wutz. Du kennst unser Baby Alexander noch, oder, Peppa? Ja. Ja, bleibt ihr für ein paar Tage hier? Nein, das braucht Alexander alles für einen Tag. Du kannst nirgends mehr hingehen ohne dieses ganze Babyzeugs. Oh. Hallo, Baby Alexander. Er spricht nicht, Peppa. Wenn er nicht spricht, woher wisst ihr denn dann, was er will? Wir schätzen. Ich schätze, er hat Hunger. Peppa, willst du mir helfen, Alexander zu füttern? Ja, gerne. Mittagessenszeit für Baby Alexander. Sieh mal, deine Cousine Peppa gibt dir heute den Brei, Alexander. Bitte schön, Baby. Bäh. Oh. Hier, lecker. Bäh. Er dreht immer seinen Kopf weg. Bäh. Baby Alexander zu füttern ist ziemlich schwierig. Guck mal, hier kommt ein Flugzeug an. Hui.
Alexander mag's gern, wenn man spielt, dass der Löffel ein Flugzeug ist. Versuch du's nochmal, Peppa. Hier kommt ein Flugzeug an. Schön den Mund auf und rein in die Garage. Hurra! Das war ein Flugzeug. Kannst du das schon sagen? Flugzeug. Ich sag dir doch, er spricht nicht. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Peppa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Nein. Das war Mama. Ich dachte, Peppas erstes Wort war Papa. Nein. Hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Hurra! Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Mama, Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A, B, C, D. Und Zahlen. 1, 2, 3. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel, aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen! Wiedersehen! Sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja, komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja! Okay, dann mach ich's. Gleich morgen. Hurra! Aber ich muss das Matschepfützenspringen erstmal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matschepfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matschepfützenspringens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matschepfützenspringanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa? Diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe... Ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ich hab sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matschepfützenspringen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matschepfützenspringen zu sehen. Was ist jetzt passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hurra! Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf.
Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön. Also Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi, Pedro ist im Krankenhaus. Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder. Bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh. Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation! Pedro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich habe mir das Bein gebrochen und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah! Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt. Ich habe mir am Knie wehgetan und ich habe auch einen Verband. Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja! Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel. Ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll! Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf mein Pflaster malen. Gut, ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro.